Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft New Horizon. So, gestern Abend haben wir ja ein bisschen was geschafft bekommen. Ich muss die andere Musik reinmachen. Und wir haben hier in unserem Macerator unseren Electric Furnace und einen Extraktor gebaut. Ja, einen Extraktor, mit dem machen wir unseren Rubber. Rubber können wir eigentlich auch gleich mal nochmal ernten gehen. Das machen wir jetzt mal als erstes. Und ich habe gestern Abend dann noch nach dem Stream hier ein bisschen ausgebaut, dass es ein bisschen einigermaßen nach was aussieht. So, gucken wir mal. Da ist was. Tun mal komplett abernten hier. Ich hoffe ja mal, dass das wieder nachwächst. Wir ernten jetzt mal komplett ab. Na, komm her. Weil das Zeug werden wir in Massen brauchen. So. Oh, es ist das Ding kaputt. Das ist ja bitterwartig. Ja, dann müssen wir ein neues holen. So. Also die Räumlichkeiten werde ich hier immer nach und nach ausbauen. Habe auch unsere Erze alle mal zusammen gesammelt. Komm, nimm mal gleich zwei mit. Und ich tue mal gleich mal hier in den Extraktor reinschmeißen. Und dann werden wir mal anfangen, uns Macerator zu bauen. Genügend. Oh, jetzt sagt. Das gibt Probleme. Ich weiß gar nicht, wieso das da drinne ist. Aber mal kurz schlafen. Gute Nacht. Oh, ich habe mal wieder einen Chat an. Mach mal gleich mal aus. So, Chat-Einstellungen. Versteckt. Okay. Alles klar. So, wieder nur ein Hin- und Hergelaufe hier. So. Okay. Da ist auch einer. Jeden Baum kontrollieren hier. Wir werden uns eventuell auch mal hier die Bäume fällen, ja, und gucken, dass wir eine größere Farm von der hinbekommen. Dass wir genügend von dem Rubber immer haben. So, ich denke mal, das war alles. Da ist noch einer. Okay. Das können wir dann gleich mal in den Extraktor reinschmeißen. So. Okay. Was ich heute vorhabe mit euch, wir werden wegen Macerator werden wir jetzt mal gucken, welche verschiedene Erzsorten haben wir.
Wir haben einmal Kupfer. Dann haben wir Zinn. Das machen wir mal kurz darüber. Wir haben Zinn. Und wir haben Lead. So. Kupfer, Zinn und Lead. Dann haben wir Eisen, Gold, Eisen, Gold. Das war's ja eigentlich. Wir haben 5 verschiedene Gesteinssorten. Und für die 5 verschiedene Gesteinssorten werden wir jetzt gucken, dass wir die Sache mal ein bisschen automatisieren. Das bedeutet, ich packe das mal wieder zurück. Zack, 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 zack. Wir werden uns 5 Generatoren bauen und die stellen wir eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Oder wie viel Platz haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5. Können wir auch hier hinstellen. 5 Generatoren und 5 Buttboxen. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen, welches Rezept wir für den Generator brauchen. Wir brauchen Zinn. Jetzt, wie sieht es hier aus? Da haben wir mal das hier. Da haben wir Zinnkabel. Okay, und dann brauchen wir da isoliertes? Ja, isoliertes Zinnkabel brauchen wir. Haben wir 1. Iron Blades brauchen wir noch. Das bedeutet, wir brauchen Iron. Also holen wir uns das hier mal raus. Und machen wir uns mal 64 Iron Blades. Das werden wir eh immer wieder brauchen. So, jetzt gucken wir mal. Wir brauchen Generatoren. Dafür braucht man Iron Furnace. Okay. 5 Stück brauchen wir. Also wir brauchen 5 Öfen und Iron Blades. Machen wir uns erstmal das. So. Muss ich mal kurz gucken, haben wir hier zufällig alles leer. Ja, ja. Brauchen Cobblestone. So. Nimm das alles mal mit hier. Guck, dass wir da alles ein bisschen schneller hinbekommen, dass wir das heute fertig bekommen. So, 5 Öfen. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir. Und 5 Iron Forge. So, das brauchen wir. Zerklüppen uns das mal schnell. Zack. Ist ja doch jetzt nicht dunkel, hoffe ich doch mal. Wir brauchen 5 Batterien. Isoliertes Zinnkabel. Okay. Iron Blade, wir haben 8. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Haben wir? Hm.
Item Casing brauchen wir. Tin Item Casing. Werden wir wohl noch mal so einen Hammer brauchen. Wie war das Rezept für den Hammer? Ich weiß es nicht. Was ist denn das eigentlich? Ein CF-Sprayer? Keine Ahnung. Okay. Werden wir uns mal gleich nochmal einen Hammer bauen. Ich bin jetzt total zugemüllt, sehe ich. Eisen. Und Tin-Eingott brauchen wir auch. So, dich machen wir mal kurz da rein. Ironblade Tin-Eingott. Okay. Wir bauen uns mal noch schnell so einen Hammer. Zack. Und zack. Und jetzt haben wir 52. Das muss mal genügen. Okay. Generator. Okay. 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ups. Egal. 1 2 3 4 1 2 3 4 So, dann haben wir jetzt 5 RE Batterien und jetzt müssten wir eigentlich das bauen können. Ne? Achso, man könnte immer nur einen bauen. Okay. Können das trotzdem alles mal da reinmachen. Einmal. Zweimal. Die können wir stacken. Schön. So. Einmal, zweimal, ach nee, komm, wir bauen uns hier hin, da haben wir mehr Platz und außerdem wird es Nacht. Du kommst weg. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt hoffe ich mal, dass die ganz bleiben. Ja. Dreimal, viermal. Okay. So, jetzt hauen wir da auch gleich mal einen Kohleblock rein. Kohleblöcke. Das müsste reichen. Ach, ja, klar. Tun wir uns gleich mal aufteilen. Dann kann der nämlich schon mal Energie produzieren. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal und fünfmal. So, das haben wir. So, jetzt brauchen wir die Batterien. Ja? Batterien. Und da würde ich sagen, Batterie. Chargepad. Tesla, Fluid. Bedbox.
Leistungsstufe 1, 32. Output. Achso, ein MFE. Output 512. Ne, wir werden uns erstmal die Bedbox bauen. Das heißt, wir brauchen wieder diese Batterien. Und zwar, wie viel? 15 Batterien brauchen wir. 15 Batterien. Okay. Das sind dann 60 von den Tin Item Casings. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns das ein bisschen einfacher. Die können wir jetzt mal arbeiten lassen. Und zwar hätte ich gern den Metal Former. Recycler Iron Extractor Electric Kompressor. Wo ist denn der Metal Former? Magnetizer. Da ist er. Toolbox. Okay, Bronze. Wir werden uns jetzt mal für den Metal Former. Na, wo ist er denn jetzt wieder? Ey, ist doch viel zu viel Zeug hier. Metall. Da ist er. Metallformer. So, wir brauchen Toolboxen. Okay, Toolboxen. Wir brauchen Bronze Item Case. Drei Stück, ne? Ne, zwei. Also, das sind 15 mal Bronze Item Casings. So, wo haben wir unser Bronze? Copper, Bronze. Und wir brauchen noch mal so einen Hammer. So. Ich will da jetzt nur so viel herstellen, wie wir wirklich brauchen. So, das ist das. Okay, die müssen wir jetzt nur mal verklöppeln. Wahrscheinlich habe ich schon zu viel hergestellt, ja. So, und dann brauchen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Truhen. Und dann haben wir Toolboxen. Ah, doch, zwei Stück brauchen wir ja. Zwei Toolboxen. Okay, Basic Iron Blade. Haben wir so ein Basic Teil? Haben wir das vielleicht? Nein. Okay, dann bauen wir uns jetzt mal ein Basic Ding. Brauchen wir auch einmal. Isoliertes Copperkabel, Iron Blade. Okay, Copperkabel kriegen wir hin. Das ist Bronze. Da haben wir sogar. Guck an. Müsste man eigentlich direkt herstellen können. Ja, haben wir. Und dann brauchen wir Coil, Copperkabel. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8-mal Copper-Cable. Wo ist denn mein Cutter? Hier. Bronze. Stopp. Wir brauchen was? Copper Cable. Die Bronze räumen wir mal schnell zurück. Und nehmen mal den Copper mit. Du kommst auch mal zurück. Außer einen. Denn hier. Ich muss aufpassen, dass ich das Inventar nicht zumülle. So, Copper Ingot. Das müssen wir mal jetzt erstmal mit dem Hammer machen. Okay. Was haben wir gesagt? Das sind 8 Stück. 8 mal 3, 8, 16, 24 Copper Cable brauchen wir. So, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 8, 16, 24 Copper Cable. Okay. Und dann war das so. Und 1, 2, 3. Und wir haben den Metallformer. Sehr schön. Rollen, schneiden, extruieren. Schön, okay. Wir sind bei 22 Minuten. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter mit der Automatisierung. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.